ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass es euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare. Ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Heute spielen wir wieder eine Death Run Map und zwar 50 Level Winter Death Run. Es soll XP geben auf der Map soll es Season Pass XP geben. Wir werden uns anschauen, wie viel, wie hoch, ob es sich rendiert. Mir fehlen noch 1500 zum Level Up. Und wir werden uns anschauen, ob die Level leicht oder schwer sind, wie farbenfroh die Map ist, wie abwechslungsreich die Level sind. Bei 50 Leveln tatsächlich dürfte sich nichts wiederholen. Wir lassen uns überraschen. Super Easy Death Run, das werden wir uns anschauen. Komplett Quest and Level Up. Okay, das werden wir uns auch anschauen. Und Find Secret Puzzle Pieces. Ja. Gut, mal schauen, ob es für die Puzzleteile XP gibt oder nicht. Auf jeden Fall irgendwas Complete Quest, noch irgendwas und es soll fett XP geben. So, Startraum sieht richtig geil aus, muss ich sagen. Finde 2 Puzzle Pieces, collect 25 Gold, bla 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 bla. Das werden wir dann am Ende hoffentlich nochmal sehen. More Level coming soon. Okay, so. 1500 für den ersten Checkpoint, der nächste gibt nur 195. 194, okay, ist nicht viel bei 50 Leveln, ja, wir haben aber schon mal das Level Up drin, aber wenn schon da steht, complete das Death Run und krieg ein Level Up, dann müssen es mindestens 80.000 EP geben. Puzzleteil bringt keine XP, schade, hätte mich gefreut. Ja, also die XP müssten jetzt, wow, die XP müssten tatsächlich noch ein bisschen ansteigen, wenn man hier ein Level Up schaffen sollte. Ansonsten ist diese Aussage ja gelogen. What the fuck, ich hab's geschürft in einem Rutsch. Geht kaputt, Schuhe. Geht kaputt, bitte. Jetzt. Wow. Yo, das kann man auch ganz einfach machen. Ihr habt nichts gesehen. So sollte man ein Death Run nicht spielen. So, wir sind schon bei Level 15. Und wir haben nicht wirklich viel XP bisher bekommen. Also Level Up scheint nicht drin zu sein, aber fürs zweite Puzzleteil gibt es XP. Okay, okay, okay. War nicht viel, aber immerhin besser als nichts. Ich bin mal gespannt, ob wir überhaupt 10 Minuten brauchen für die 50 Level. Uiuiuiuiuiuiuiui, schnell, 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 schnell. Haha, ich war schneller. Ja gut, wenn man jetzt diese verdiene 20k XP für Erlebnis Creator, die XP dürfen wir jetzt tatsächlich nicht mit einberechnen, wenn wir hier ein Level Up machen. Aber ich glaube nicht, dass wir hier ein Level Up machen. Also 80k XP bei 50 Leveln, das wäre ja schon mega OP.
Hier gibt es wieder keine XP, schade. Ich weiß nicht, was der Map Creator hier gemacht hat. Aber wenn man schon was macht, dann sollte man das auch richtig machen, weil für ein Puzzleteil XP, für andere Puzzleteile keine XP, das kenne ich so zum Beispiel überhaupt nicht. Entweder es gibt XP oder es gibt keine XP. So, Control 1800 für irgendwas, was ich nicht verstanden habe. Travel 1000 Meter, gibt es dafür auch nochmal XP? Das wäre nice, dann renne ich noch eine Runde im Kreis. Man hört es bestimmt, ich bin ein bisschen heiser. Das bitte ich bitte zu entschuldigen, weil kann jedem mal passieren. So, wir sind oben. Und wir sind unten. Ich mag das immer, wenn man dabei hochgucken kann. Wieder Puzzleteil. Keine XP. Okay, ich weiß nicht, was der Map Creator gemacht hat, aber warum gibt es für ein Puzzleteil XP und für die anderen gibt es keine XP? Das ist ein bisschen weird. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. So, die 15.000 XP dürfen wir jetzt nicht mit einberechnen für die Tagesaufgabe. Weil die zählen nicht mit zur Map. Und laut Creator kriegt man für diese Map mindestens 80.000 XP. Ein Level up. Wie oft bin ich schon gestorben auf der Map? Zweimal. Ist noch richtig gut bei 50 Leveln. Für meine Verhältnisse. So, noch ein Puzzleteil. Und hier gibt es 8.000 EP. Okay. Damit lässt sich leben. Aber ans Level Up kommen wir definitiv nicht dran. Außer es gibt tatsächlich am Ende wieder massig Bonus XP. Aber wir sind schon durch. Und wir haben volle 6 Minuten gebraucht. Gibt nochmal 3000, nochmal 36. Jo. Also, nicht ganz ein Level Up, muss ich sagen. Ist ein bisschen schade. Wir haben aber alle Puzzleteile. Ja, ich renne jetzt hier noch ein bisschen rum, wenn ich da für die Map quatsche. Ich will die 1000 Meter noch schaffen. Also, was kann ich zur Map sagen? Die Sprünge sind definitiv einfach. Die ich vermasselt habe, das war meine eigene Dummheit. Abwechslungsreich ist die Map. Tatsächlich, die Puzzleteile werden die angezeigt durch Fragezeichen. Das ist richtig, richtig nice. Das wünscht man sich bei vielen Maps. Start-XP, die 1500 sind okay, die 194, die es im Nachhinein immer gibt, sind auch noch komplett in Ordnung. Allerdings sollte man beim Ladescreen, wenn man schon schreibt, Level Up fürs Completen, das sollte man weglassen, wenn man keine 80.000 XP einbindet. Zumal die Puzzleteile irgendwie verbuggt sind, die funktionieren ja überhaupt nicht. Haben wir nochmal 4700, ist aber immer noch kein Level Up. Ansonsten, ja, ich kann die Map nur weiterempfehlen. Mapcode gibt es wie immer in der Videobeschreibung. Und ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch die Map gefallen hat. Schreibt mir in die Videokommentare eure Mapcodes oder Mapcodes von Maps, die ich spielen und ja, als Video aufnehmen soll. Und vor allem so eine Themenmaps sind immer richtig schön. Ihr könnt mir auch Find-the-Button-Maps schicken oder sowas wie Phantom Investigation oder solche Maps, die spiele ich gerne für euch und mache dazu ein Video. Ich sag auch offen meine Meinung dazu. Hier finde ich scheiße, dass eine hohe XP-Zahl gesagt wird, aber es kein Level Up gibt tatsächlich. Aber ansonsten, die Map hat Spaß gemacht und yo, ich würde sagen, ich werde jetzt nicht mehr lange schnacken. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Resttag. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Rockstar, dance until I drop my love.